Alles im Leben hat zwei Seiten. Auch das Thema Windenergie. Vor allem in Hauzenberg spaltet dieses Thema die Gemüter. Ein Unternehmen plant 4 Windkraftanlagen in der Bayerwaldregion. Fest steht, Experten sehen die Energiewende ohne Windkraft nicht. Dennoch stellt sich die Frage, ob der geplante Standort auf dem Rumensberg der geeignete Platz für Windkraftanlagen ist. Thomas Resch, der in unmittelbarer Nähe der geplanten Windräder wohnt, ist gegen dieses Vorhaben. Zum einen ist natürlich das nicht wirklich schön, wenn die in der direkten Umgebung gebaut sind. Das zweite ist aber dann, was davon für gesundheitliche Schäden ausgehen können. Also nicht müssen, sondern können. Dann auch die Nähe zu unseren Wasserschutzgebieten. Denn am Rumensberg haben wir ja 2 große Wasserschutzgebiete. Da entspringen 23 von 60 Quellen. Das ist auch völlig ungeklärt, was da damit passiert. Dann auch der Wertverlust von Häusern, von Grundstücken. Und da geht es nicht nur mir so, sondern wenn man in der Nachbarschaft rumhört, jeder lässt da irgendwo den Blick schweifen und sagt, Mensch, das brauche ich aber nicht unbedingt. Mit dem Verein Gegenwind am Rumensberg kämpft er gegen den Verlust von Lebensqualität und Wertverlust der Häuser. Eine andere Meinung vertritt Gerhard Albrecht. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Thema erneuerbare Energien. Windkraftanlagen sind die erneuerbaren Energieanlagen, die am wenigsten Platz benötigen. Wenn man eine Windkraftanlage in Bezug auf ihre Effektivität vergleicht mit einer Photovoltaikanlage, so ist das in Hauzenberg so, dass hier etwa der 20-fache Ertrag durch eine Windkraftanlage bezogen auf die Fläche, wie gesagt, ermöglicht wird. Zum Zweiten sind Windkraftanlagen besonders effektiv im Herbst und im Winter, in einer Zeit, in der die Photovoltaikanlagen weniger bringen. Ja, zum Dritten ist es bei Windkraftanlagen ähnlich wie bei allen erneuerbaren Energien, dass sie im Vergleich zu unseren bisherigen Großkraftwerken nach Beendigung ihrer Laufzeit sehr leicht rückgebaut werden können. Die Initiative Gegenwind am Rumensberg sieht auch durch die möglichen Windräder das Landschaftsbild in Gefahr. Bei 240 Meter Höhe wären die Räder immer sichtbar. Die Energiewende hat ein Kriterium, das ist die Tatsache, dass die Energieerzeugung sichtbar wird. Bisher, in den vergangenen 200 Jahren, haben wir unsere Energievorräte aus der Erde geholt. Da wurde auch Landschaft zerstört. Da wurden bei den Braunkohleabbaugebieten ganze Dörfer wegrasiert. Da wurden die Friedhöfe ausgegraben und da wurden die Kirchen beseitigt. Bei der erneuerbaren Energien lässt es sich nicht vermeiden, dass die Energieerzeugung sichtbar wird. Seit Monaten tobt regelrecht ein Streit zwischen den Befürwortern und Gegnern der geplanten Windkraftanlagen. Dennoch sind sich beide Parteien einig, dass die Pläne des Investors zu lange geheim gehalten wurden. Also wir Bürger, wir Anwohner fühlen uns total hintergangen. Es gibt keinerlei Informationen. Es hat mal eine Informationsveranstaltung vom Investor gegeben, auch mit dem Hinweis darauf, dass bald wieder eine neue kommt. Gekommen ist bis dato nichts. Wenn man Anfragen dorthin schickt, werden die E-Mails nicht beantwortet. Und das ist natürlich hochgradig schade. Allerdings ist dies das Einzige, bei dem sich die Befürworter und Gegner einig sind. Fest steht, eine diplomatische Einigung wird es zwischen den beiden Fronten vermutlich nicht geben. Das glaubt auch Bürgermeisterin Gudrun Donabauer. Wir würden niemals einen perfekten Weg finden für die Realisierung einer neuen Straßentrasse. Wir sehen die Diskussionen über die Errichtung von Mobilfunkanlagen und wir sehen eben auch die Diskussion um die Errichtung von Energieerzeugungsanlagen. Da müssen wir gar nicht nur auf Windräder schauen. Keiner möchte eine Biogasanlage vor sich haben. Das Thema Wasserkraft ist umstritten und keiner will eine Mobilfunkanlage sehen, obwohl jeder möchte, dass er in jedem Eck von Hauzenberg einen sehr, sehr guten Empfang hat. Das ist die Zweischneidigkeit. Wir pflegen einen sehr, sehr hohen Lebensstandard. Gott sei Dank können wir den pflegen. Aber wir ducken uns einfach zu oft weg vor den Konsequenzen, die dieser Lebensstandard auch mit sich bringt. Weil er eben Infrastruktur verlangt, die wir nicht immer anderen aufbürden können. Wir können nicht immer sagen, die Mobilfunkanlage soll bei einem anderen stehen und die Energie sollen andere für uns erzeugen.
Da gilt es auch dann zu bekennen, jawohl, wir wollen ein Leben leben, das uns viel Freiheit bietet, das uns viel Bequemlichkeit bietet. Dann muss es in der Konsequenz heißen, dafür tragen wir auch die Verantwortung und dann tragen wir auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ob der Rumansberg der geeignete Platz für Windkraftanlagen ist, bleibt abzuwarten. Schließlich sei noch nicht einmal ein Antrag für eine Projektplanung eingegangen, so die Vertreter der Stadt Hauzenberg weiter.